Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Was geht ab, mein Name ist MC Fischmann und damit willkommen zu Minecraft Paradiesia. War das richtig? Ja. Mit dabei ist Kimo LP und der liebe Raum. Boing, 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 boing. Ja, kriegst meinen Namen nicht auf der Reihe. Nein, ich krieg deinen Namen nicht auf der Reihe, deswegen nenne ich dich Robert. Seno Sanate. Das war das Problem, da ist Seno Girl HD noch dazwischen. Das will ich. Lass mal versuchen, auf jeden Fall. Komm her. Setz dich mal mit ins in mein Boot. Bin ich? Cool. Ihr packt euch voll einen weg, Alter. Tschüssi. Wie kann ich meine zweite Hand wegmachen? Die nervt mich. Deine zweite Hand abhacken. Ah, Mann. Leid zu hohe Scheiß. Das ist voll cool, so eine Boot zu. Ey, nicht das Holz wegschmeißen, spinnst du? Das seid ihr schon wieder da? Nee. Wie kann ich denn? Hallo. Ihr steht bei mir. Vor mir. Nein, meine zweite Hand wegmachen. Also ich schwimme hier rum. Mit dem Boot. Ich auch. Jetzt seid ihr wieder weg. Okay. Och, diese 12er, das ist noch voll verpackt, der Scheiß. Wir müssen uns einen Server kaufen, Dorian. Ich hab einen Server. Richtigen Server. Muss ich bloß wieder aktiv gehen lassen. Also nicht direkt hier 100% eigen, aber das ist auch ein Drado. Guck mal, Fische, da oben will ich mit Martin irgendwann mal bauen. Was denn wo? Da oben. Da. Da wo die Fläche ist. Genau. Nice. Wenn ihr mir so und was? Sagen, was mit oben drauf? Und was ist das hier? Das hier ist Lava. Sieht cool aus, ne? Das ist Wasser. Hört ihr mal zu? Ja, und Wasser. Lava und Wasser. So, ja. Mädels zuhören. Ja, Girl, Lady. Ihr es schafft, warum renne ich eigentlich eben nicht voll Posten? Wenn ihr es schafft und versteuert mir wieder was zu, dann kann ich euch immer noch coole Projekte liefern. Die ihr mitmachen könnt. Ich muss halt nur den Server online halten können. Das ist ein Problem, weil ihr wisst ja, der Server kostet so gut. Natürlich. Und ich gehe nicht auf die niedrigste Stufe des Servers, das könnt ihr vergessen. Mein normaler Server für einen Monat kostet mich knapp 25 Euro. Ja. Ich würde gerne schon 2-3 gleichzeitig laufen lassen können. Ja. Dann müsst ihr mir sagen, wie du was mit drauf krachen, drauf steuern. Müssen wir mal gucken. Dann kann ich hier gucken, dass wir zum Beispiel mal Hardcore-Projekt machen, Mod-Projekt, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Craft Attack? Ja. Ja. Ja, da kann ich zum Beispiel sowas mal machen. Mhm. Wo ihr halt Lust drauf habt, das ist richtig. Nee, das Problem ist halt, ich bin halt bloß dann die nächsten 3 Jahre dann immer plus das Wochenende zu Hause. Und wenn ich dann das Wochenende zu Hause bin, vielleicht, weil ich bin dann vielleicht auch mal Garten und so und ja. Oder so, mal nicht da. Da bist du zum Beispiel kein richtiges Teil des halt. Projektes, sondern einfach nur ein Garten. Genau. Ruf nämlich mal lieber mit. Mann, wie kriege ich denn meine scheiß Hand weg hier? F drücken. Nee, doch. Aber nein, der Torch ist bloß. Muss mal Inventar öffnen und das Ding da rausholen. Nervt ja richtig. Du nimmst eine leere Hand und drückst dann F, dann ist die Hand auch weg. Ja, ah, ja, stimmt, mal. Genau. Ja, weil da würde ich nämlich viele coole Projekte starten. Ich hatte richtig geile Ideen. Mhm. So, halbwegs leistungsstarke PCs sind Voraussetzung dafür. Regie, wo bist denn du? Ja. Ich hab noch so relativ alten 3 Dell Laptop da stehen. Da hatte mein letztes Projekt, hat er gerade so tragen können. Okay. Als Junkloader. Deswegen war nicht mehr möglich. Das konnte vergessen, da hat er sich voll einweggelegt. Aber wenn du dann von Punkt zu Punkt geportet hast, wurde genau das, dann ging das. Verstanden, wollte ich bloß schubsen. Dass das System weiterläuft. Wollte ich pushen. Ja doch. Pushen. Was denn hier? Das ist ja auch cool. Ja. Oh, Mausi, halte Schnauze. Soll ich mal einen Wegpunkt setzen? Ja, kannst du. Mit?
Was? Wieso geht denn da nicht? Wie darf ich das nennen? Warte. Hä? Weiß nicht. Nenn's okay, mal Naturkeller. Nicht. Ich glaube, ihr seid gerade ein Stück zu. Natur. Keller. Ich hab gerade ein Problem. Hier was sind da? Ich hab ein Stückchen Berg abgebaut und hab da runter die Steine weggeknallt. Jetzt kann ich das nicht mehr gegen die Erde austauschen. Die Erde verschwindet, aber das Loch ist immer noch da. Das ist doch. So ein Naturkeller steht. Das ist aber nicht das Spawn Area, wo ich gerade das gemacht habe. Das ist halt das ist bei mir gerade überall. Hä? Nee, dass der Server gerade leckt. Kann sein, weil ihr zu weit weg seid gerade. Eigentlich durch die Person, was ich gesagt habe, was ich eingestellt habe, dürfte eigentlich sowas nicht passieren. Ja. Haben wir noch für morgen eine Folge? Die haben wir jetzt aufgenommen. Achso, die müssen wir jetzt morgen heute noch oder noch? Ja. Okay, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde es bestimmt jetzt auch schaffen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher bei der Musik, die ich hier habe. Klingt mir sehr viel nach GEMA-Musik, obwohl es hier copyfrei dasteht. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir hier auf Basis auf dem Computer krache und eigene Musik mache. Regie, wo bist du hin? Keine Ahnung. Dann zurückkommen. Sonst langweile ich mich ja hier einen ab. Töte Schweine. Um zu Punkte zu farmen, Level zu farmen. Echte Leben. Soll ich dir was sagen? Was? Ich hab einen Haufen Cobblestone im Keller. Hau den Scheiß in den Ofen und hol den Dreck raus, kriegst du mehr Level als wenn du Viecher killst. Mann, jetzt bin ich in der Höhle gefallen. Bist denn du hin schon wieder, Mensch? Wenn ich es wüsste, könnte ich dir sagen, aber weiß es leider nicht. Warte mal, ich probiere mal kurz was aus, weil hilft. Also ich kann mich nicht hier hochbauen. Scheiße, ich bin hier in der Höhle, Dorian. Scheiße, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich versuche dich gerade hier irgendwie zu suchen. Ah, ich weiß, woran es gescheitert hat. Mein Spiel lief gerade nicht ganz glatt. Okay. Also das Problem ist weg. Ich stand auch von immer an einer ganz anderen Stelle und mein Inventar hat sich auch gerade wieder umsortiert. So, ich bin draußen. Warte mal, ich sehe dich nicht. Ich laufe gerade Richtung kaum. Okay. Warte. Sehe ich dich ja. Warte. Die Karte. War das eigentlich jetzt mit den Gehackter beim letzten Mal im Break? Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht ausgelockt. Ich weiß nicht, ob er wirklich mein Passwort geändert hat oder nicht. Rennst du durch den Wald, Fischi? Aua, scheiße. Ja. Weiß ich, ich werde sterben. Ich bin mir denken, ich bin hier auch der Einzige, der drei Minecraft-Accounts hat von euch, wa? Ich hab keinen einzigen mehr. Also den hier noch. Wenn er noch überhaupt mir gehört. Ich kann einen übergeben, wenn du willst. Ach, ich habe ja noch meinen. Also, wenn da ist, ja noch alles gut. Ich bin zu Hause, Dorian. Ja. Ich werde jetzt wieder zurückschwimmen auch. Boah. Alter, wo bin ich jetzt bitte gespawnt? Ich spawn immer weiter weg hier. Von zu Hause. Nee, doch nicht. So. Ich bring mal bitte Farbe und Akzent in das Haus. Sieht mal zu dunkel aus. Und wieder hier. Zum Wasser und da. Schwimmi. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob er der Kleine dann noch schon schläft und wo er liegt. Ob er jetzt nur bei mir wieder schläft oder doch bei meiner Schwester. Kann man bei dem schlecht einschätzen, der rennt hin und her. Oh, das hat's ja vorhin schon erzählt. Ja. Wanderung der Verrückten oder was? Ja, ich hoffe aber, er schläft wenigstens jetzt schon. Wäre wenigstens ein Träumchen. Träumchen war ein Träumchen. Alles klar.
Das wäre mal so ein typischer Abgangsspruch, weißt du? Ja. Also nicht wie mit ein Däumchen wäre ein Träumchen, sondern ein nasses Bäumchen wäre ein Träumchen. Okay. Oder was meint ihr? Ja, super, super Spruch. Bring mir meine Birke mit. Wenn schon ihr alle auf Wanderung seid. Jetzt wollte ich gerade diesen komischen heiligen Bumm killen, Alter. Der ist fast schief gegangen. Ich glaube, der rennt immer noch um. Mann, jeder schlafen. Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? Was? Gibt's doch ein Lied, kennt das nicht? Nein, nee. Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? Jetzt werde ich gebannt gleich. Boah. Oh, leck mich doch kreuzweise. Alter, da hat's geknallt. Haut ab, ihr Scheißviecher. Boah, falsche Tasche. Ich muss mein Haus abreißen, das ist zu groß. Haut ab. Das heißt. Nee, ich lass das stehen. Viecher. Kann ich mal richtig reden. Hast du dir das Video angeguckt von den YouTuber, was ich dir da geschickt hatte? Ich? Ja. Nee, Pumo. Nee, jetzt noch nicht. Na, das wird ja auch das Video. Irgendwas doch, ich glaube am selben Abend noch kurz. Mein PC hat gerade irgendwas geconnected und wieder disconnected. Ich weiß aber nicht was. Das ist wie bei hier LP mit Cap. Der tritt immer gegen seinen Computer, da ist er mit der Maus offline. Ich bin gegen meinen Computer getreten. Bei mir spielen immer die Katzen am Computer rum. Also hinterm Computer, unterm Computer, unterm Schreibtisch und da ist eine Verlängerungskabel. Und die Kackmani schaffen es immer, dass meine Maus rumspackt. Ja, super. Das ist halt so, wenn man so abgetreten hat, weißt du. Da hat er sein Mikro weggeschmissen. Ich sitze doch gar kein richtiges Mikro. Wenn einer eins über hat, ich würde mich freuen. Also, leider ich hab nein. Ich habe zwar eins übrig, aber das brauche ich immer, wenn ich hier in diesem Raum bin. Weil ich hier keinen Mikrofonarm ranmachen kann, hier nirgendwo. Ja, bei mir liegt das nämlich da. Ich habe ja nur das Headset. Bei mir geht es halt darum, dass ich halt mal ordentlich aufnehmen kann. Da musst du meine ersten Folgen von meinen Let's Plays gucken. Ups. Also ich habe angefangen mit meinem Tablet aufzunehmen. Mein Tablet auf ein Stativ gestellt und dann damit aufgenommen als Ton. Das ist auch eine Idee. Also das hat sich aber angehört, weil das so ein Schrott-Tablet ist. Das hat sich angehört wie so, weiß ich nicht, auf so einer Blechdose. Ja, Alter. Da musst du mal reinziehen. Die erste Folge von Let's Plays. Und laggt wie Sau. Scheiße, Creeper. Du machst mir meine Arbeit wieder so laut, wie Sau. Ich bin nicht bei dir. Ich hab das trotzdem gerabriert hier. Ah, das ist scheiße. Oh, ich brauch Birke, verdammt. Geh mal auf Wanderung, hol mir mal Birke. So. Mach ich gleich. Könnt ihr schlafen? Ja. Ja, da muss ich mal kurz zu Martin rein. Gut. Dann könnte ich ja schnell mal loslaufen, ein paar Birkenbäume. Bäume fällen. Yep. Ich liege. Jo. So. Oh, hier fehlt was noch mehr. Hier müsste man echt schaffen, eine Mod zu installieren. Oder es gibt dafür einen Befehl. Ich weiß es gerade gar nicht. Was denn? Morpheus. Heißt die Mod. Das ist. Das macht. Da müssen nur ungefähr 50% von allen schlafen gehen. Okay. Da, wenn ihr jetzt euch zu zweit auf dem Server seid, da reicht, wenn einer schlafen geht. Seid ihr drei, dann müssen mindestens zwei schlafen gehen. Der moddet hier alles um. Nein, ich sag bloß, das wäre so eine Idee, aber man kann bei Aternos leider keine Mods installieren. Doch, kann man. Echt? Na klar. Ja, du kannst ja Modpacks und einzelne Mods hinzufügen. Mhm. Aber also du kannst aber auch Buckets und sowas Mods machen. Entfügen. Oh. Ich hab das mal mich erkundigt darüber, da gab's nichts. Da stand immer drin, es geht nicht. Doch, doch. Das musst du mir mal zeigen. Da möchte ich mal ein Modpack hier auf Aternos bauen.
Da ich hier auch eine Mod, die ich gerne rein haben würde hier, wie ein Miner. Teleporter, wäre geil. Ja, das wäre auch noch eine Option. Easy Teleport. Wie ein Miner, fast lief die K. Und sowas halt. Das richtig ordentliche Keeping Inventory, dass dir die Monster nicht mehr der Welt auseinanderfetzen. Keine Creeper direkt neben dem Haus explodieren, das ist sowas von Latte. Da ruft dich weg, aber dein Haus bleibt wesentlich stehen. Das ist wie oft mir schon Creeper im Haus explodiert sind, da Keeping Inventory gar nicht. Wenn jetzt nur so zu Bude. Was? Oh, ich kann wieder ernten, Leute. Alles weit. Ich renne jetzt sinnlos durch die Welt. Wie die ganze Folge schon eigentlich. Und töte irgendwelche Viecher. Und sterbe dabei. Bring mir Birken. Jetzt bin ich wieder gestorben. Was muss es bringen, dass du verreckst? Ich hab leider keine Birke mehr bei mir. Birke war weiß, ne? Ich seh das halt nicht mehr. Weil ich hab mal ein Texture Pack. Ihr könnt ja. Achso, cool, ich hab mal eine Frage. Ja. Du hast doch mal ein Texture Pack programmiert. Ja. Kannst du mir mal zeigen, wie du das gemacht hast? Naja, einige Texturen habe ich selber gemacht. Und vieles habe ich aber auch einfach. Da habe ich einfach nur mehrere Texture Packs zusammengemixt, so. Das könnte man ja theoretisch, dein Texture Pack finde ich richtig cool. Ja, aber es wird schwierig, das zu benutzen im Video. Ja, deshalb frage ich ja. Weil wegen Copyright und so. Das ist halt nur für offline zum privaten Gebrauch. Dann müsste man das mal so weit umbauen, dass man das auch richtig ordentlich im Let's Play nutzen kann. Ja. Wenn du mir mal zeigst, wie du das gemacht hast und so, dann kann ich vielleicht mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen was bastle. Ich bin ja so einer, ich habe mir ja jetzt auch mein neues Intro gebaut. Habe ich ja bei euch ins Dings ja mal reingeschickt. Ich habe immer noch keine Antwort gekriegt von euch. Ich hab's noch nicht, ich konnte es nicht angucken. Ich war im Urlaub, leider. Ich hatte kein WLAN, ich hatte nicht. Leider, sonst hätte ich mir schon längst angeguckt. Aber ja, ich hab's dann in der Minecraft-Folge gesehen, den Intro. Und? Ich fand's so gut. Ich habe noch zwei weitere. Also eins, wo ich alleine drauf bin, nochmal. Das steht dann am Anfang Loading und da tut irgendeine Melodie und dann steht dann halt mein Name blinkend und drehend und würschen in Rot-Weiß da. Ja. Das ist es aber, das habe ich nicht komplett selber gebaut. Das ist, da gibt's so eine tolle Seite. Ich sag die jetzt nicht, ich kann euch später einen Link schicken davon. Ja. Da braucht ihr bloß noch einen Namen von euch eintragen und tut den Scheiß noch euch packen lassen und downloadet den Track. Zieht in euer Schneideprogramm rein, tut es dort euch nochmal hier umwandeln, wie ihr es haben möchtet, in was für Format und dann hat sich die Sache schon wieder gegessen. Ey, dank den Enderman, ich habe einen Grasblock, ich krieg eine Latte. Nee, bitte nicht, oh, das ist, kann mir ja egal sein, ob du eine Latte kriegst oder nicht. Das ist aber eine Freudenlatte, keine Hasslatte. Keine Hasslatte? Nee, keine Hasslatte. Ist Gott. Hasslatte kriege ich nur, wenn ich bestimmte Leute von meinen Freunden sehe. Okay. Ich nenne keine Namen, so ein Arsch von meinem Kumpel hat mir mein Mikro zerlegt. Oha. Oh, mein Headset. Na super. Deshalb habe ich auch ein neues. Na gut, ob das gebraucht ist. eBay macht möglich. eBay macht möglich. Ja, ich bin froh, dass ich viel bei eBay rumlose. Mein Computer ist auch von eBay. Mit dem ich ja aufnehme. Von eBay ist mein Handy, Leute, da muss ich mal euch was erzählen, ne? Mein PC ist von Facebook. Von Facebook, alles klar. Ja. Leute, mein Handy war vor dem Urlaub, war komplett ganz. So, aus irgendwelchen Gründen hat es jetzt eine Spider-App. Mir ist es weder runtergefallen, noch irgendwas sonstiges. Es ist einfach jetzt komplett zerstört, halt fast, mein Handy. Alter, ich weiß nicht, wie das dahin kommt. Und es, mir, ich repariere es, ja. Ich habe das Gefühl, dass sich das Handy immer mehr ausreißt. Also, dass da immer mehr Risse reinkommen, irgendwie. Tag für Tag. Das ist Latte. Besorg dir eine 185er Krücke, schick das Scheißding zu mir, ich repariere es dir. Ist billiger, als wenn es dir in einen Laden reparieren lässt. Ich habe mein iPhone letztens erst repariert.
Ja, ich kaufe mir sowieso bald wieder ein iPhone. Ich brauche wieder iPhone. Es nervt mich das Handy. Ich habe ein Qboard Note S und das ist zwar gutes Telefon. Es läuft super. Keine Ahnung, kann ich mich nicht beschweren. Aber beim Laden, wenn ich beim Laden das Handy benutze, das lädt einfach nicht. Das entlädt sich. Und das nervt übelst. Gerade wenn man richtiges regeln will. Soll ich dir den Tipp geben? Ja, bitte. Nimm nicht das Originalladegerät. Gucke, dass du bei eBay mal schaust. Da gibt es Samsung Galaxy S6 oder S7 Ladegeräte. Die haben die sogenannte Highspeed-Ladefunktion. Da ist dann so Sachen scheißegal, was du mit dem Handy in der Zeit machst. Das Ding lädt schneller, als du zugucken kannst. Es lädt ja schnell. Wenn ich es nicht benutze, lädt es schnell. Ja, das ist egal, ob du es benutzt oder nicht. Es lädt in Highspeed. Ich habe mein iPhone mal dran gehangen an das Ladegerät. Mein iPhone ist eigentlich nur so Schneckentempo-Ladegerät. Ach, an den Netzstecker oder was? Genau, an den Stecker. Das Kabel ist leider. Achso. Es geht nur um den Stecker. Okay. Und ich habe sonst oft lädt in Schneckentempo, wenn ich das benutze nebenbei. Zum Beispiel, wenn ich Pokémon Go spiele, dann lädt sich das Ding eher, als wie es auflädt. Mhm. So, und dank den S6-Stecker, halbe Stunde, halb wohl. Boah. Ganze Stunde. Vollgeladen. Und das Wärmzocken. Aber wisst ihr, wie das aufregt, wenn man das Handy benutzt, irgendwas Wichtiges klären muss, gerade schreiben und auf einmal entlädt sich das und man ist nur noch auf 1% und man muss sich beeilen und hofft, dass die Antwort schnell kommt? Du, ich kann dir ja... Regt so auf. Du willst doch iPhone. Wenn es dir das nicht ausmacht, ich habe ein iPhone 5 da. Mhm. Gibst du dein Handy und gibst noch einen Preisaufschlag und dann kannst du es haben. Ja, wie viel willst du denn? Können wir ja dann offscreen benutzt reden. Ja. Ja, komm mal machen, ich kann dir trotzdem mal erklären, was ich so gemacht habe. Das Ding hat ein Display-Hack gehabt. Mhm. So Sachen, irgendwie so eine Verfärbung. Weil das bei Kumpel ewig lang im Keller lag, ging das Display halt den Bach runter. Ja. Wahrscheinlich Wasserschaden. Hat jetzt mal endlich meiner Birke für mich, oder muss ich mal rumbuchen? Ah, cool. Ich glaube, das reicht. Oh, Glück schon. Reicht? Ich hab noch mehr, wenn du brauchst. Ja, hau, wenn du noch mehr hast, gib her. Ja. Putz ihn nicht jetzt. Hört ihr es nun? Was? Hört ihr es nun? Ja. Ja, das Pussy, da geht mir gerade auf die Eier. wie gesagt, das Display ist neu. Mhm. Ist aber okay, Original-Display. Der Akku ist neu. Mhm. Glaube ich, okay, originaler Apple ist mir aber auch egal. Der ist aber auf Apple neu. Und es hat Panzerglasfolie drauf. Okay. Also Gorilla-Glasfolie. Pussy. Ja. Ich werde gegunkt, ich kann nicht weiterspielen. Ja. Das Ding ist halt komplett general überholt. Mhm. Putzi! Schlimm, oder? Der ist gerade streichelbedürftig. Aber Leute, ich glaube, ich würde sagen damit, wir haben ja immer 20 Minuten gemacht, jetzt, oder? Ja. Gut, dann war es das, glaube ich, auch schon von dieser Folge. Bei dem Holzfällen verging die Zeit ganz schön. Paradies. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Paradiesia. Natürlich. Gut, Leute. Wollt ihr noch was sagen? Nö. Gut, dann. Wieder schauen. Like. Wie auch immer. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.